Hallo, grüße dich und herzlich willkommen zu diesem Video. Bist du auch IT-Dienstleister, vielleicht Freelancer, vielleicht stehst du noch ganz am Anfang von deiner Selbstständigkeit, warst vielleicht bis jetzt Angestellter und möchtest selbstständig machen, deine erste GmbH vielleicht gründen im IT-Umfeld, da sind wir spezialisiert drauf, denn dann bist du hier genau richtig. Hast du dir vielleicht auch schon mal über YouTube oder Facebook und dergleichen dich berieseln lassen von der einen oder anderen Werbeanzeige, die dir verspricht, schnell reich zu werden oder dergleichen, und hast dann ein Coaching und Consulting genossen, ja, und im Zuge dessen warst du in Gruppen-Live-Calls und dergleichen und hast dort ganz euphorisch, und ich war auch schon vielen schon und bin auch nach wie vor immer wieder mal gerne dabei, ganz euphorisch vorgetragen, was da deine aktuellen Ziele sind, deine Geschäftsidee vielleicht, deine Strategie, deine Ideen letztendlich vorgetragen, und ganz besonders als Techie aus der IT-Branche, ne, da hat man ja, so der eine oder andere hat da recht gute Ideen. Und hat sich dann des Weiteren gewundert, dass du dann in der Umsetzung nicht so wirklich vom Fleck gekommen bist, weil du gemerkt hast, dass letztendlich sämtliche Ideen, die du da so vorgetragen hast, dann plötzlich auch andere Personen versuchen umzusetzen, ja, weil sie als Teil dieser Community vielleicht mal dein Video gesehen haben, beziehungsweise so mit einer Verspätung von mehreren paar Wochen vielleicht die Aufzeichnung in dieser Community vielleicht dann gesehen haben. Und das ist natürlich eine Sache, die, ja, desto größer diese Communities sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, nicht garantiert, aber desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, desto größer die Communities sind. Das ist ja ein Gesetz der Zahlen, einfach ganz normale Mathematik. Wenn du jetzt in der Community bist, wo mehrere tausend Leute drin sind, dass da auch ein paar andere IT-Software-Dienstleister und Entwickler sind, die letztendlich dann auch von deiner Ideengebung, von deinem kreativen Reichtum, die eventuell sich was abschauen, ja, was abschöpfen, und ja, die teilweise dann vielleicht, wenn du ein bisschen Pech hast, mit mehr Kapital ausgestattet sind wie du und letztendlich vielleicht die gleichen Grundvoraussetzungen, was deine Fähigkeiten betrifft, aber eben mit mehr Kapital. Das heißt, sie können schneller mehr Sachen ausprobieren, schneller mehr umsetzen und haben dann schon mal einen Wettbewerbsvorteil dir gegenüber. Und das Ganze ist natürlich abgesichert über die AGBs, dieser Coaching- und Consulting-Programme. Das ist ganz, ganz klar, ne? Also rein rechtlich ist es alles im Rahmen. Und es ist halt auch seine, sag mal, wenn da auch ein reger Austausch stattfindet, kannst du natürlich auch du profitieren, ja. Die Frage ist nur, bist du Profiteur oder bist du das Gegenteil, ne? Bist du letztendlich jemand, der dann in die Röhre schaut, weil du zwar mit vielen guten Ideen, aber wenig Kapital ausgestattet bist und dort eben letztendlich den ganzen Austausch mit höherer Begeisterung vorantreibst. Und da habe ich letztendlich auch jetzt noch mal ein paar Videos online gemacht, um dir einfach mal ein paar Tipps zu geben, wie du vielleicht besser da rangehen kannst, indem du letztendlich One-to-One-Coachings buchst, wie zum Beispiel bei uns, die vielleicht ein klein wenig teurer sind, aber garantiert, ja, letztendlich die Details, die behalten dann wir für uns. Und letztendlich ist es auch so, dass du auch in Coachings, wo vielleicht mal drei oder vier Leute gleichzeitig drin sind, natürlich die Wahrscheinlichkeit wesentlich geringer ist, dass dort jemand exakt die gleiche Idee dann auch umsetzt, die du gerade hast, ja, oder den gleichen Skillset oder die gleichen Grundvoraussetzungen mitbringt, die du gerade hast, oder die gleiche Branchenkenntnis oder Zielgruppenkompetenz oder, ja. Und das heißt, desto kleiner eigentlich die Coachings, desto spezialisierter die Coaching- und Consulting-Programme, die es so gibt, desto vorteilhafter für dich als Coachee, ja, ganz einfach, ne? Das heißt, viele werben ja damit, dass, ja, wir haben diese wahnsinnig riesige Community, ja, und das ist der ganz große Vorteil von dir. Letztendlich ist dieser Vorteil aber auch gleichzeitig dein ganz großer Nachteil, ja. Und das wollte ich dir einfach hier nochmal mitgeben in diesem Video, und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute und melde dich einfach mal bei uns, wenn du Bock hast auf eine, sagen wir mal, etwas kleinere Community, ja, etwas spezialisierter, konkreter, ja, individualisierter. Und wir nehmen hier uns wirklich noch sehr viel Zeit für jeden einzelnen Kunden. Hier ist es kein Coaching am Fließband, ja. Und ich weiß ja, von was ich rede. Ich darf ja auch davon sprechen, weil ich ja diverse Coachings natürlich auch schon, kleine, große, mittelgroße und so weiter, ja, auch über mich habe ergehen lassen, damit ich dann auch in der Lage bin, davon zu sprechen. Und alles hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Aber du hast das eines nicht vergessen, dass wenn du
ein Coaching dir mal anschaust, oder ein Coaching-Anbieter mit, sagen wir mal, 5000 Kunden, ja, da sind davon vielleicht 1000, wenn es ein wirklich gutes Programm ist, 1000 bis 2000 vielleicht sehr erfolgreich oder erfolgreich, und davon vielleicht 200 bis 500 sehr erfolgreich und dann vielleicht eine zweistellige Summe, sagen wir mal, vielleicht 20 bis 40 oder 50, ja, super erfolgreich. Ja, und das ist so mehr oder weniger die Pyramide, die da dort entsteht. Und dann stellt sich ja die Frage, okay, dadurch, dass es eben so viele sind, ist der Wettbewerb innerhalb dieser Community auch um einiges, um Vielfaches höher. Ja, das bedeutet, du entscheidest dich eventuell mit der Zusage zu einem großen Programm gleichzeitig auch zur Subventionierung deiner Mitbewerber. Ja, könnte man es vielleicht irgendwie so ausdrücken. Und das ist ein Faktor, der mich schon seit längerer Zeit beschäftigt. Und ich suche natürlich da auch nach Lösungen, wie man das besser machen kann. Habe bis jetzt noch keine Lösung gefunden, außer dass man es quasi einfach kleinglaubiger macht, also individualisierter. Viel schwieriger skalierbar. Also du siehst hier keinen AMG, keinen Porsche irgendwo bei mir in der Garage stehen. Ja. Das heißt, bei mir ist natürlich dann sozusagen insgesamt die Größe und damit auch das Umsatzvolumen meiner Coaching-Consulting-Services, die ich anbiete, natürlich wesentlich geringer. Und das ist halt letztendlich der Knackpunkt. Ne? Also wir sagen halt Quality first. Ja, und nicht nur nach außen hin projiziert, sondern eben auch das, was tatsächlich hinter der Bühne passiert, hinter den Kulissen. Ja. Ich habe schon häufig auch von Steuerberatern erst letztens wieder jemanden gehört, Steuerberater, ja, YouTube-Kanal, 1 Million Aufrufe. Ja. Und dann letztendlich, wenn du dort Kunde bist und nicht gerade einer von den Top-Kunden, also schon Multimillionär bist, dann kriegst du unter Umständen dort nur eine mäßige bis unbefriedigende Dienstleistung und am Ende musst du dann doch wieder einen anderen Steuerberater suchen, der dann wieder alles aufräumt. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Anstoß geben. Schau dir unbedingt hier das Video an. Ich zeig's nochmal hier, das ich vorhin gerade gemacht habe. Das ist ein richtig gutes Video. Deine ersten 250.000 im Jahr, wenn du gerade eine GmbH gegründet hast und bist noch ganz am Anfang, zieh dieses Video rein. Das ist richtig gut. Und dann hol dir bei uns eine Strategie-Session. Wir nehmen uns wirklich Zeit für dich. Ich freue mich auf dich. Bis dann, dein Thomas Klein. Ciao.